Du kennst bestimmt den Spruch, Geduld ist eine Tugend. Lass uns das mit einer einfachen Frage klären. Magst du Ananas? Ich schon. Ananasbote, Ananas-Smoothies, in Dosen, als Saft, getrocknet. Und dann gibt es natürlich Ananas auf Pizza. Aber diese Debatte ist nicht so wichtig. Es reicht zu sagen, dass viele Leute Ananas mögen. Aber wusstest du, dass es 18 Monate dauert, bis eine Ananas wächst? Und jede Pflanze erzeugt nur eine Ananas auf einmal. 18 Monate lang muss ein Bauer Geduld, Vertrauen, sogar den Glauben haben, dass etwas Gutes passiert. Wenn der Bauer die Geduld verlieren und die Pflanze entwurzeln würde, um sicherzugehen, dass sie wächst, nun, dann müsste er wieder von vorn beginnen. Und das alles für nur eine Ananas. Genau wie beim Bauern gibt es auch in unserem Leben Zeiten, in denen wir frustriert sind, in denen wir Geduld haben müssen. Wir wollen die Dinge jetzt, aber das Geschenk des Wartens ist, dass Dinge besser werden. Die Belohnung, das Ziel, die Freundschaft, der Preis. Alles in seiner eigenen Zeit. Geduld. Es gibt eine tolle Studie darüber. Sie heißt das Marshmallow-Experiment. Ein Haufen Vierjähriger wurde vor die Wahl gestellt, einen Marshmallow sofort zu essen oder zwei zu erhalten, wenn sie warten. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Kinder, die gewartet haben, später viel mehr Erfolg im Leben hatten. Höhere Abschlüsse, Bildung, bessere Arbeitsplätze und sogar weniger Wahrscheinlichkeit, übergewichtig zu werden. Es ist also wahr. Geduld ist eine Tugend. Wenn es also das nächste Mal schwierig wird, mach eine Pause. Atme tief ein und denk an die Ananas. Denk an die Marshmallows. Und denk daran, dass gute Dinge wirklich denen passieren, die warten können.